Guten Abend, willkommen zum Arte-Journal. Und das sind unsere Themen. Ruhigere Nacht. Die Unruhen in Frankreich sind etwas abgeflaut. Dennoch berief Präsident Macron für den Abend eine Krisensitzung ein. Kaum noch Trinkwasser. Uruguay erlebt die schlimmste Dürre seiner Geschichte. In der Hauptstadt wird Süßwasser mit Meerwasser vermischt. Und Sommerfestspiele in Baden-Baden. Zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren kommt das Met Orchestra nach Europa. Die letzte Nacht verlief in Frankreich ruhiger als die vier davor. Aber normal ist noch lange nichts. Knapp 600 Fahrzeuge und mehr als 70 Gebäude wurden in Brand gesetzt. Die Gewalt ist nicht vorbei. In wenigen Minuten beginnt in Paris eine Krisensitzung von Präsident Macron mit der Premierministerin, dem Innen- und Justizminister. Außerdem wurde ein ständiger Krisenstab eingerichtet. Marina Mekawi. Eines muss man ganz klar sagen. Nicht alle, die in den Problemvierteln Frankreichs wohnen, sind gewalttätig. Das ist in der Regel eine kleine Minderheit. Und ob die Mehrheit gut findet, was da bei ihnen passiert, dahinter kann man zumindest ein Fragezeichen machen. Schließlich sind es die Menschen in diesen Vierteln, die am nächsten Morgen ihr demoliertes Fahrzeug oder Geschäft vorfinden. Wie ist die Stimmung im Département Saint-Saint-Denis, einer dieser Problemregionen? Das hat sich Sam Diallo in Romainville angeschaut. Ein Protestlied wird schon seit Monaten auf Israels Straßen gesungen. Bibi, ciao. Bibi, damit ist Regierungschef Benjamin Netanyahu gemeint. Auch gestern gingen in mehreren Großstädten wieder Zehntausende auf die Straße gegen ihn und gegen die geplante Justizreform. So wie ursprünglich vorgesehen, soll sie aber wohl doch nicht kommen. Vor wenigen Tagen ruderte Netanyahu in einem umstrittenen Kernpunkt zurück. Trotzdem trauen viele ihm nicht und fürchten, er wolle den Rechtsstaat aushöhlen. Andreas Trabusch. Stellen Sie sich vor, Sie drehen Ihren Wasserhahn auf und es kommt eine trübe Brühe heraus. Eine Brühe, die auf lange Sicht Ihre Gesundheit schädigen kann. Genauso geht es gerade den 1,3 Millionen Menschen im Großraum Montevideo, der Hauptstadt von Uruguay. Das Land erlebt die schlimmste Dürrekatastrophe seiner Geschichte. Es gibt kaum noch Trinkwasser. Eigentlich unvorstellbar, aber jetzt traurige Realität. Marion Rousset. Hätten Sie das gewusst? Estland ist der Staat, der die Ukraine am stärksten unterstützt, gemessen an seinem Bruttoinlandsprodukt. Und zwar sowohl militärisch als auch wirtschaftlich. Der kleine Baltenstaat grenzt an Russland und hat es sich offenbar auf die Fahnen geschrieben, dem mächtigen Nachbarn die Stirn zu bieten. Und zwar auch symbolisch, wie wir in unserem Europaschwerpunkt heute zeigen. Was schon passiert ist und was noch kommen soll, dazu unsere Animation. Ja, auf ganz besonders taube Ohren stößt diese neue Linie in den Gegenden von Estland, in denen eine starke russische Minderheit lebt. Besonders im Osten des Landes, wie in der Stadt Sillamäe. Unter sowjetischer Besatzung wurde hier streng geheim eine Anlage zur Anreicherung von Uran errichtet. Die Stadt verschwand sogar von den Landkarten. Manuel Dontas und Sebastian Scheffel haben sich umgehört, was die Menschen dort von den geplanten Umbenennungen halten. Das Orchester der New Yorker Met gilt als eins der besten der Welt und kommt jetzt zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren wieder nach Europa. Gestern Abend gab es ein Gastspiel in Baden-Baden zum Auftakt der Sommerfestspiele, mit dabei die gefeierte Operndiva Joyce DiDonato. Das Programm? Eine Hommage an Hector Berlioz, der diese Festspiele im 19. Jahrhundert prägte und in Baden-Baden gefeiert wurde, während Paris ihn noch verkannte. Frank Rauschendorf und Thomas Vollherbst waren bei diesem besonderen Klassikabend dabei. Das war's von uns erstmal. Gleich geht's weiter mit einer Doku über die Karibikinsel Puerto Rico. Und um 20.15 Uhr zeigen wir den Spielberg-Klassiker Die Farbe Lila. Morgen ist Nazan Göktemir wieder für Sie da. Genießen Sie Ihren Sonntagabend. Bis dann. Tschüss.